Hallo, liebe Claudia, jetzt da bist du, genau. Ja, Hallo, liebe Claudia, hallo, Dagmar. du sitzt im sonnigen Österreich, ich sitze in Bremen und wir haben uns jetzt endlich zusammengekriegt. Die patriarchale Technik wollte nicht so wie wir. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir wollen nämlich uns unterhalten und das aufzeichnen über ganz viele Dinge. Im Wesentlichen soll es darum gehen, der Planet stirbt oder droht zu sterben. Was können wir tun? Was sollen wir tun? Was ist dran? Da Ja. runzelst du. Wie würdest du es formulieren? Worum soll es gehen? Ja, es ist klar, dass es inzwischen um die planetare Dimension geht und nicht mehr nur um irgendwelche regionalen, ne? Wir sind ja in Zeiten der Globalisierung, buchstäblich, der ganze Globus ist betroffen. Also es gibt ja so einen amerikanischen Ökologen, der Derek Jensen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat ja schon gesagt, der Planet wird ermordet, ohne zu wissen, dass es überhaupt Geoengineering gibt und das Militär da alles Mögliche macht. Das heißt, der hat ja schon allein durch die Industrialisierung festgestellt, dass das Leben eingeht. Aber mit dem, was wir jetzt wissen, vor allen Dingen über Rosalie Bertell, die das ja im Einzelnen aufgezeigt hat, ist, dass es wirklich, genau, Kriegswaffe, Planet Erde. Da geht es jetzt wirklich um den Planeten selber, also nicht nur um das Leben auf ihm, sondern den Planeten als solchen. Das ist ja eine kosmische Dimension inzwischen. Also das ist ja absolut erschreckend und die meisten Leute haben das ja noch gar nicht begriffen, weil sie gar keinen Begriff auch noch nicht davon haben, dass wir hier nicht auf einem toten Stein leben, der durchs Weltall rast, wie die Naturwissenschaftler sagen, sondern dass es ein kosmisches Großlebewesen ist, auf dem wir hier wohnen und das ist unsere einzige Möglichkeit ist, überhaupt zu leben. Also das hat sich ja noch nicht wirklich rumgesponnen, obwohl durch diese CO2-Geschichten die Leute glauben, das inzwischen gemerkt zu haben. Aber das ist ja eine Irreführung. Absolut. Die ganze CO2-Geschichte ist ja eine einzige teuflisch geniale Desinformationskampagne. Absolut. Und ich halte das Buch jetzt nochmal in die Kamera, weil Rosalie Bertell, diese amerikanische Naturwissenschaftlerin, hier in diesem Buch eben akribisch zusammengetragen hat, was eigentlich passiert. Großes Stichwort Harp und Chemtrails. Über Radioaktivität ist sozusagen 80er. Das ist schon gar nicht mehr das Allerschlimmste, obwohl es ja in sich schon schlimm genug ist. Was mich jetzt Doch, in unserem. es ist, weil es ja nicht weggeht. Ja. Es häuft sich immer mehr an, es akkumuliert, das eine kommt zum anderen, synergetische Effekte. Ja. Und du musst, und den Timelag musst du berücksichtigen. Die Natur reagiert ja nicht unmittelbar auf den Quatsch, den wir machen, sondern mit einem Timelag von 40 bis 60 Jahren wird gerechnet. Das heißt, wir befinden, vom Effekt her befinden wir uns dann erst in der Zeit, also jetzt, also wenn das angefangen hat, sagen wir mal in den 40er Jahren, ne? Dann sind wir jetzt in den 80er, 90ern und das, was wir aber schon angestellt haben seitdem, das kommt alles noch. Ganz genau. Und was mich jetzt in unserem Dialog am meisten interessiert, ist, die Leute, die das nicht wahrhaben wollen und so weiter, die gucken solche Videos sowieso gar nicht. Aber wenn wir jetzt gucken, was kannst du, was kann ich, was können wir interessierten Menschen, die das Lebewesen Gaia sozusagen wahrnehmen, und helfen wollen, diesen Lebensraum zu halten. Was können wir jetzt konkret tun? Denn für mich ist es immer so eine Sache, wir können ja nicht mit den gleichen kriegerischen Methoden, die das Problem geschaffen haben, das Problem aus der Welt schaffen. Das ist, wenn ich an den Film Avatar denke, ja, wo man diese wunderschöne Gesellschaft sieht im Einklang mit der Natur und hochspirituell und zum Schluss wehren sie sich gegen die Eindringlinge, indem sie selber Bomben schmeißen. Das ist ja auch Desinformation, oder? Ja, also ich denke mir, das ist auch, es gibt ja x Leute, die sagen, wenn wir jetzt weniger Müll produzieren oder sowas, dann können wir das ändern. Das ist Quatsch, ne? Man muss ja erst mal sehen, das ist ein ganzes System, das sich so weit entwickelt hat, dass das überhaupt dazu gekommen ist. Das heißt, es ist eine lange Zeit, in der das aufgestellt wurde, das, was sich jetzt als Problem zeigt. Das heißt, es hat ganz lange darauf hingearbeitet. Es ist eine Dynamik entstanden, die jetzt kulminiert in der absoluten Lebensgefahr, in der wir uns als alle befinden, samt Tieren, Pflanzen
und dem Planeten. Und das ist ja etwas, was die ganze Zeit überhaupt nicht gesehen wurde oder verdrängt wurde. Und dem kann man jetzt mit einer persönlichen Haltung nicht viel entgegensetzen. Da müsste man erst mal verstehen, was ist eigentlich passiert, warum ist das passiert, an welchem Punkt dieser Entwicklung befinden wir uns. Das ist ja eine ganze Entwicklung. Und wie wird die immer, wie akkumuliert sich das Ganze? Und was heißt das jetzt eigentlich? Und dazu müssen wir sehen, was da schon alles kaputt gegangen ist. Also was eigentlich mit unserer Erde auch vorher schon passiert ist. Das heißt, überhaupt eine Vision davon entwickeln, in welcher Situation wir uns befinden. Vorher kann man ja, was heißt hier tun? Man muss ja erstmal verstehen, was der Fall ist. Ja, aber das ist ja auch eine Tat. Das meine ich natürlich. Ich meine jetzt nicht, wie meinen Müll besser trennen oder so mit tun. Sondern, ja, das ist auch gut, aber ja, das wird das nicht ändern, ja. Wir müssen ja zunächst mal überhaupt aufwachen dafür, denn als normale Schlafschafe macht man sich das ja überhaupt nicht klar, dass es Leute gibt, die mit einer Technik, die zuletzt von Tesla ja schon Anfang letzten Jahrhunderts beschrieben und entwickelt worden war, die einfach in Kauf nehmen, dass unter Umständen der Planet gespalten wird oder insgesamt wirklich einfach zerstört wird. Es gibt eine wirkliche Technikblindheit. Die Leute, obwohl die Technik unsere Grundlage für diese ganze Zivilisation ist, haben wir keine Ahnung von ihr. Und schon gar nicht von den Leuten wie Tesla, der ja ein völlig neues Bild der Natur, auch des Wirkens in der Natur entwickelt hat über den Elektromagnetismus, der ja völlig neu ist und ja immer noch in der Naturwissenschaft gar nicht gelehrt oder beschrieben oder angenommen wird. Also das heißt, wir befinden uns ja da im 100 Jahre im Verzug, geschweige denn, dass die Leute davon wissen. Also da muss erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht werden. Und da haben wir ja mit dem Buch von Rosalie Bertell versucht. Deswegen haben wir ja überhaupt diese planetare Bewegung für Mutter Erde gegründet, um dieses Buch zu übersetzen, zu verbreiten. Inzwischen gibt es ja übrigens auch auf Spanisch, Italienisch und Französisch. Und wir bemühen uns um eine neue englische Ausgabe, die ja überhaupt nie rumgekommen ist, weil das der Verlag einging. Also da sind wir immer noch dran. Und das Buch wird ja auch gekauft. Das ist die vierte Auflage inzwischen. Das heißt, es gibt jetzt 12.500 Mal. Irgendjemand muss das ja gelesen haben, aber man weiß, hört immer nichts. Ne? Die Leute lesen das heimlich oder sagen dann nichts oder verstehen es nicht. Irgendwas. Sie sagte immer, wenn jemand das nicht verstand, das sagt sie, ja, manche verstehen es und manche nicht, ne? Sagte sie dann so neckisch. Ne? Aber das Furchtbare ist ja, dass es eilt, weil jetzt diese Ozongeschichte uns ja zeigt, das Ozonsterben, das ist ja jetzt wirklich die Rechnung von Mutter Erde. Wir haben uns ja immer gefragt, was macht denn jetzt nun die Erde selber? Ne? Ja, sagen die Leute mal, die groß und mächtig und die wird das schon verkraften. Nee, jetzt schickt sie uns die Rechnung. Und das ist das, was wir seit letztem, also diesem Jahr wissen, dass die Ozonschicht so geschwächt ist, dass die ganze kosmische UV B- und C-Strahlung durchkommt und das Leben hier platt macht. Das ist ja eine ganz neue Erkenntnis, weil man bisher immer gedacht hat, das wäre gar nicht möglich, dass die UV-Strahlen von der Sonne, also nicht mehr gebremst durch die Ozonschicht, die dafür ja sich entwickelt hat auf der Erde, dass die hier durchkommen und dadurch inzwischen die Nahrungskette bedrohen, also Plankton im Wasser und die Landwirtschaft auf der Erde. Und das heißt, Pflanzen und Kleinstlebewesen gehen ja schon ein. Wir haben ja schon den stummen Frühling, wie die Rachel Carson das genannt hat, in den 60er Jahren. Wir haben ja zum Beispiel in Tirol kaum mehr irgendwelche Insekten oder Vögel gehabt in dem Jahr. Ne? So. Nicht nur Bienen nicht, sondern auch andere nicht. Ne? Ich denke, das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht gerne hört. Wir sind damit beschäftigt, irgendwie, wo wir die Miete für nächstes Monat herkriegen und so. Und diese umfassenden Dinge, ich glaube, es ist für viele gefühlt eine Nummer zu groß. Und die Lösungsvorschläge von Rosalie Bertell sind auch begrenzt. Sie hat, glaube ich, erst sehr spät gemerkt, dass die Vereinten Nationen, für die sie ja immer gearbeitet hat, nicht der Hort der weltrettenden Weisheit sind. Jedenfalls, du sagst, das Wichtigste ist, dass wir überhaupt erstmal zur Kenntnis nehmen, was los ist. Genau. Dies ist jetzt sozusagen das erste Video. Wir werden in einem kurzen Abstand jetzt eine Reihe von Videos veröffentlichen, wo wir darüber sprechen, was ist eigentlich los und was sind die Fakten und wo stehen wir in diesem Gesamtprozess und was kann jeder Einzelne tun? Natürlich fängt es mit dem Bewusstsein an, aber da sind wir dann jetzt dran dadurch. Okay, also bis bald. Ich schalte jetzt die Aufzeichnung aus und ja, bald das nächste Video. Machen wir. Gut, okay. Gut. Ciao. Tschüss.
Bis dann. So, Moment. Jetzt muss ich es aber wirklich, das schneide ich dann hinterher weg. Aber jetzt muss ich erstmal, ich will ja nicht unser Gespräch beenden. Hilfe, Hilfe. Aufzeichnung beenden. Da. So, jetzt hat.